2. Hi. Man hat sich zu benehmen. The floor is lava. Wir spielen heute The Floor is Lava um 3 Uhr nachts im Trampolinpark und ich hab... Bro, es ist schon 4. Es ist auf jeden Fall sehr spät. Ich habe gerade 1000 Euro bei Hide and Seek gewonnen. Jetzt habt ihr die Chance, nochmal 1000 Euro zu gewinnen. Let's go! Also einmal die Regeln erklärt. Wir haben alle 3 Leben. Wenn ich sage, the floor is lava, dann müsst ihr von dem Boden weg, okay? Ja, genau so. Aber ihr habt dann maximal 5 Sekunden Zeit, sonst seid ihr tot. Also ihr habt ein Leben weniger. Verstanden? The floor is lava! Okay, Leute, das war jetzt erstmal nur ein Test. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Kann ich kurz Pipi machen? Nee, kannst du nicht. The floor is lava! Das ist der letzte, oh mein Gott! Ja, okay. Leute, ich habe echt Angst, dass Rick sich wieder das Geld schnappt. Okay, Leute, es geht weiter. Okay, the floor is lava! Also, Lucy, das zählt nicht. Das ist doch eine Erhöhung! Das ist eine Erhöhung! Rick, lassen wir das zählen? Auf keinen Fall! Also es gab kurz Verwirrung. Also hört ihr mir einmal ganz kurz zu. Ja. Diese grauen Flächen sind tabu. Die rosa Flächen sind auch tabu. Und der normale Boden ist natürlich auch tabu. Trampoline sind auch tabu. Was? Natürlich nicht. Außer du schaffst es in der Luft stehen zu bleiben. Also macht euch mal Abmarsch. Okay Leute, das war's, Lava! Nein! Leute, schreibt mal in die Kommentare, welche Superkraft ihr gerne haben wollen würdet. Bei mir würde jetzt die Kraft von Spider-Man helfen. Ich sterbe gleich. Habt ihr es geschafft, alle? Okay, 3, 2, 1, ihr dürft loslassen. Ach. Der Floor ist Lava! Ja! Drei, zwei, eins! Wer hat verkackt? Ich bin doch da oben! Boah, Leute! Grau ist raus. Rick! Leute, er will einfach nur diese 1000 Euro haben, aber die gebe ich ihm nicht. Rick! Da ist nicht grau! Ah. Oh shit, okay. Also System gedribbelt, Glück gehabt. Es sind alles Lappen, Alter, ich mach die so easy fertig. Okay, Rick, zeig mal einen Trick. Der Floor ist Lava! Der Reiniger! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Es hat so weh getan, meine Zehen wurden gebrochen. Also, Lucy, du bist die Erste, die ein Leben weniger hat. Okay, Leute, ich habe einen Plan. Ich werde mich gleich einfach auf meine Socken draufstellen. Dann stehe ich ja nicht auf dem Boden, oder? Blablabla. Nein, irgendwas flüsterst du, aber du gewinnst trotzdem nicht. Der Floor ist Lava! 5, 4, 3, 2, 1. Was machst du? Hey! Ich hab meine Was hast du gemacht? Ich hab nicht den Mund gerissen! Ich hab nicht den Mund gerissen! Leute! Ist es schwer, scheiße, die Kommentare. Natürlich ist es schwer. Digga. Ich stand so auf meiner Socke. Das ist nicht der Boden. Schon wieder auf Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob es fair ist. Aber lassen wir einmal durchgehen. Aber schau mal, Ricky, er versucht unbedingt diese 1000 Euro zu bekommen. Rick, die kriegst du nicht. Ein Punkt für Kreativität. Ich würde sagen, er kriegt sogar ein Leben dazu. Digga. Echt so? Ich würde sagen, ich krieg noch ein Leben dazu. Und der Floor. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nur der Floor gesagt. Besser ist es. Die haben schon so einen Tick bekommen. Der Floor ist Lava. Nein! Was so geil, machen die ganze Zeit? Ist doch so easy, das Game. Der Floor ist Lava! Ich kann nicht. Okay, Lucy hat ein Leben weniger. Was denn? Der Typ hat immer an der Grenze. Ein Leben weniger. Leute, dieses Spiel ist einfach zu easy für mich. Ready? Drei. Zwei, eins, go. Der Floor ist Lava! 5, 4, 3, 2, 1. Kindergarten, Leute, Kindergarten. Rick, ich will dir mal was zeigen. Ich will dir einmal noch mal ganz kurz mein Versteck zeigen, okay? Hey. Nein! Der Floor ist Lava! Nein. Der Floor ist Lava! 2, 1. Game over! Zählt es hier? Ich bin auf der Silbernen. Das hatten wir nicht besprochen. Das zählt nicht, Alter. Ein Leben weniger. Okay. Der Floor ist Lava! Wieder Lava! 4, 3, 2, 1, 0. Was? Was? Ey, ihr habt's alle gesehen, ich hab den Typen geschubst. Der Typ hat irgendwie einen Cheatcode drin. Alle Leben habe ich noch! Mit einem Extra-Leben! Du hast verkackt, mein Freund! Sieht gerade echt schlecht aus. Ich habe so das Gefühl, dass er wieder seine 1000 Euro bekommt. Leute, aber ich habe noch was vorbereitet. Ich werde später noch einen Parcours machen und dann wieder hoffentlich verkacken. Oh, 4,
Leute, Kommentar schaut zu uns vielen an. Tanja, Mia und Philipp. Hat jemand verkackt? Nein! Rick, wo bist du? Rick ist so ein Affe, Mann. Was geht ab, Leute? Rick, du tust den Staub runter. 5 Sekunden immer irgendwo ganz oben. Dieses Spiel ist zu einfach. Ich will euch was zeigen. Ich will euch was zeigen. Komm, komm. Ich will euch zeigen. Wieso habt ihr Angst vor mir? Schau mal, die haben Angst vor mir. Wieso habt ihr Angst vor mir? Ich bin doch ein ganz normaler Mensch. Komm mal einmal ganz kurz hier rein. Ich würde euch einfach nur sagen, der Floor ist Lava! Oh, fuck. 5, 4, 3, 2, 1. Du Lappen! Theresa! Was? Was? Ey! Was? Okay, aber du hast ein Leben weniger. Kindergarten, ich hab's doch vorausgesehen. Leute, dieser Typ kann mich nicht schlagen. Okay, Leute. Also Leute, diese ganzen Gegenstände, okay? Die mach ich jetzt weg. Okay? Ihr wollt mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja. Willst du mich verarschen? Die wollen mich alle verarschen, Leute. Ja, wie das? Schreibt sie mir Kommentare. Nein, alles so unfair! Ja. Ja. 3, 2, 1. Du hast verkackt! Oh mein Gott, der Rick! Er macht einfach Rückstand! Digga, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Rick, ah. Du bist einfach anders. Ich hab einfach wieder ein Leben verloren. Aber jetzt mal... Leute, er kann mich nicht besiegen. Also, kurzes Update. Ich habe ein Leben verloren. Theresa, ich muss dir leider sagen, du bist raus. Theresa ist leider raus, aber ich freue mich. Wenn ihr wissen wollt, wie wir hier reingekommen sind, dann checkt den neuen Flyhouse-Kanal ab. Da kommen jetzt neue Videos regelmäßig. Es ist ja jetzt 3 Uhr nachts, gell? 4 Uhr nachts. Jetzt immer noch, ja, es ist jetzt 4. Ich vergesse die Zeit, Leute, ich vergesse die Zeit hier. Alter, ich bin so müde, Mann. Okay, Leute, ich tue jetzt einmal so, als wäre ich Mitarbeiter, okay? Hallo, kommst du mal her, bitte? Kommst du mal bitte her? Kommst du mal bitte näher? Wir sind hier in einem Trampolinpark, okay? Man hat sich zu benehmen. Ja. The floor is lava. Okay, habt ihr mal wieder Glück gehabt. Leute, ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen härter machen. Ich baue jetzt einen Parcours auf, okay? Wer verkackt, okay, der ist einfach draußen. Egal, wie viel Leben ihr habt. Okay, Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Parcours. Ich würde sagen, wenn wir die 20.000 Likes schaffen, machen wir noch The Floor is Lava in der Stadt mit der ganzen WG. Also lasst dem Video ein Like da. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt gerade einen Parcours aufgebaut, der sauschwer ist. Es ist der Todesparcours. Wir müssen einmal über die Schnitzel drüber springen. Dann werden wir einmal so ein kleines Mal balancieren müssen. Okay, das kannst du ja so gut, Rick. Danach müssen wir aber noch was sehr Anstrengendes machen, und zwar klettern. Könnt ihr klettern? Ja, ich bin super Kletterprofi. Ich würde sagen, Lucy beginnt. Nein, ich muss mir die Tricks von euch abschauen. Tricks mit Rick, kannst du nicht machen? Wir machen Flieferflu. Tut mir leid, Lucy, du kommst nicht davon. Also, ich würde sagen, let's go! Es geht los. 3, 2, 1, go! Okay, Lucy, komm schon, pass auf. Okay, lass ihr euch nicht rein. Wir haben es ja nicht geeinigt, Leute. Wow! Okay. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Aber ey, ich habe das alles TÜV geprüft, Leute. Also, Leute, Lucy ist raus! Sie ist so hart verbrannt. Macht es auf keinen Fall zu Hause nach, Leute. Ja, macht es auf keinen Fall zu Hause nach. Wir sind alle Profis. Sie ist wie der Phönix aus der Asche auferstanden. Tut mir leid, Lucy. Du bist verbrannt! Und ich würde sagen, wer ist als nächstes? Flieger Flu? Flieh, Fla, Flu! Flieh, Fla, Flu! Flieh, Fla, Flu! Okay. 2, 1, go! Okay. Okay, ich mach's nicht. Lass dir ruhig Zeit. Ja. Da sind sie umgefallen. Das ist okay, ich hab sie nicht berührt. Okay. Ich hoffe, ich mach nicht dieselbe. Lucy, komm und hilf mir! Okay. Du weißt schon, dass die Zeit läuft. Die Zeit tickt. Okay, Leute. Da hat jemand geübt, oder? Okay. Ja? Oh shit, jetzt kommt der schwierigste Part. Okay. Alex, schaffst du. Ninja. Okay. Alex, wieso ist Ninja Warrior. Okay, Leute. Ich bin ein Affe. Wieso bewegen die sich? Drehen sich? Ja. Alter. Das sieht so unangenehm aus. Da bin ich kein Bock drauf. Okay, jetzt kommt der schwierigste Part. Wie soll ich das schaffen? Okay. Scheiße! Leute, ich hab so Angst!
Okay. Du verbrennst, geil! Kriege deine Füße, werden die nicht heiß. Da! Oh. Komm schon, Leute! Ich muss es schaffen! Will ich es schaffen? Da! Da! Nein! Alter! Okay, Leute, noch ist alles drin. Wenn Rick es jetzt auch nicht schafft, dann schauen wir einfach, wer weiter ist. Wenn er es genauso weit wie ich schaffe, schauen wir einfach, wer bessere Zeit hat. Okay, Rick, du fühlst dich jetzt siegessicher, oder? Ich habe echt Angst vor dem Handstandständer. Halt die Schnauze. Du machst jetzt einfach. Let's go, Theresa, also, stopp Theresa, die Zeit! Okay, Leute, der Typ, der denkt, er gewinnt, aber ich glaube, er wird es ja auch verkacken. Go, Rick! 2, 1, los! Okay. Oh, ja, schneller, Boss! Okay. Oh shit. Boah, Digga. Ja, das ist nicht so einfach, oder? Digga, ich hab Angst gehabt. Okay. Ich sitz sogar drauf. Man darf nicht drauf sitzen. Was soll das? Ja, Digga, das ist eine Schaukel. Das ist easy! Easy! 1000 Euro! Das war der Schrei eines Siegers! Du bist verbrannt, mein Freund! Du bist tot! Leute. Verpiss dich, du! Komm her! Okay, Rick, ja! 1000 Euro. Dankeschön. Checkt auf jeden Fall noch das 1000 Euro Heidensieg von mir. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir hier reingekommen sind, dann checkt unser neues YouTube-Video ab auf dem Flyhouse-Account. Let's go!